Herzlich willkommen zu unserer Präsentation von insgesamt 5 Lyrikempfehlungen 2020. Nein, nicht aus dem Haus für Poesie, sondern aus 5 unterschiedlichen poetischen Häusern melden wir uns heute. Sie lernen nacheinander kennen. Karin Fellners Band Eins zum Andern in der Parasitenpresse herausgekommen. Georg Less, Hohlhand Musikalität aus dem Cookbooks Verlag. Silat Borbelins Band Berlin Hamlet, übersetzt von Heike Fleming, erschienen im Surkamp Verlag. Aras Börens Berlin Trilogie, übersetzt von H. Achmede Schmiede, Johannes Schenk, Jürgen Theobaldi und Gisela Kraft 2019 im Verbrecher Verlag wieder aufgelegt. Und Maren Kames Luna Luna aus dem Sezessionsverlag, unter anderem nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Was hat es mit den Lyrikempfehlungen auf sich? Es ist so. Jedes Jahr findet sich in einem gemeinsamen Projekt der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Stiftung Lyrikkabinett, des Hauses für Poesie, des Deutschen Bibliotheksverbandes und des Deutschen Literaturfonds ein Kreis von 10 unabhängigen Expertinnen zusammen. Jeder dieser Lyrikkenner empfiehlt jeweils 2 Bände aus dem vergangenen Lyrikjahr. Die Runde setzt sich aus Lektorinnen, Verlegerinnen, Kritikerinnen, Autorinnen zusammen. In diesem Jahr waren das Nico Bleutke, Nora Bossom, Florian Kessler, Michael Krüger, Christina May-Zinke, Marion Poschmann, Joachim Sartorius, Daniela Striegel, Juliana Wolf und ich. Mein Name ist Christian Metz und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch diese Präsentation der Lyrikempfehlungen begleiten zu dürfen. Der Auswahlmodus unter diesen Expertinnen ist einfach. Jeder wählt einen deutschsprachigen Titel und einen internationalen Titel aus, der ins Deutsche übersetzt wurde. Diese Zweiteilung ist signifikant für das gegenwärtige Lyrikpanorama, das sich heute durch zum einen Übersetzungen, hochwertige Übersetzungen aus dem Ausland und zum anderen durch deutschsprachige Lyrik von deutschsprachigen Autoren auszeichnet. Doppelnennungen sind bei diesen Empfehlungen nicht möglich. Ist ein Titel bereits vergeben, findet ein anderer Titel Platz. Ist es überhaupt notwendig, eine solche Auswahl zu präsentieren? Ja, das ist unbedingt notwendig. Und die Notwendigkeit besteht nicht aufgrund einer Krise, sondern vielmehr aufgrund einer unglaublichen Fülle von Lyrikpublikationen pro Jahr. Bis zu 300 Lyrikbände sind im vergangenen Jahr erschienen. Und eine der Aufgaben der Lyrikempfehlungen ist, nicht nur den Fokus auf die renommierten Autorinnen und Autoren, die in Publikumsverlagen publizieren, zu lenken, sondern zugleich auch einen Fokus, ein Licht zu werfen auf diejenigen, die in kleineren, meist unabhängigen Verlagen publizieren und die vielleicht bisher nur einem kleinen Kreis von Kennerinnen und Kennern bekannt sind. Man sieht das auch dieses Jahr wieder sehr schön an den Lyrikempfehlungen, dass genau dieses Gleichgewicht hergestellt wurde. Und eines der Ziele ist eben, dass die Bände nicht nur hoch gelobt werden, sondern dass sie zugleich auch viel gelesen werden. Und deswegen auch diese Präsentation heute für Sie. Bei allen 5 Bänden, die Sie heute kennenlernen, handelt es sich um Gedichtbände, die uns also schon eine ganze Weile begleiten und zu denen wir immer wieder zurückkehren, um uns immer wieder aufs Neue von ihnen den Bann ziehen zu lassen. Sie lernen diese 5 Bände jeweils in einem 3-Schritt kennen. Es folgt jeweils eine kurze Vorstellung von meiner Seite aus. Und dann werden Karin Fellner, Georg Less, Aras Öhren, Maren Kames nacheinander lesen. Die Lesung von Silat Borbeli übernimmt seine Übersetzerin Heike Fleming. An diese Lesung schließt sich jeweils ein kurzes Gespräch mit den einzelnen Autorinnen und Autoren und eben mit der Übersetzerin Heike Fleming an. Im Fall von Aras Öhren mussten wir leider aus gegebenen Anlass auf ein Gespräch verzichten. Wir bitten Sie um Verständnis. Eins noch an dieser Stelle. Es geht selbstverständlich darum, Ihnen mit der Vorstellung der empfohlenen Gedichtbände Lyriklust und Lesefreude zu verbreiten. Es geht aber zugleich auch um mehr. Silat Borbeli fasste dieses mehr einmal in dem Satz, ich zitiere: Ich denke, dass der literarische Text letzten Endes nicht weniger wollen kann, als auf die Kultur einzuwirken.
zum Nachdenken über die grundlegenden Werte dieser Kultur anzuregen und an den Allegorien und Symbolen zu arbeiten. Dafür braucht es nicht unbedingt Pathos und Kampf, man kann es auch ironisch und bescheiden tun. Und vielleicht kann man es sogar bescheiden von zu Hause aus tun, das ist das, was wir heute hier versuchen. Für uns Beteiligte ist diese Form der Präsentation ein Experiment. Eigentlich wollten wir uns am 20. April im Haus der Poesie zusammenfinden. So finden Sie uns heute in privaten Räumen und in unterschiedlichen Konstellationen zusammengeschaltet. Wir sind gespannt, wie dieses Experiment funktioniert und freuen uns auf dieses Lesungs- und Gesprächswagnis. Eins noch, wenn Sie die anderen Titel der Lyrik-Empfehlungen kennenlernen wollen, schauen Sie doch bitte auf die Seite lyrik-empfehlung2020.de. Dort finden Sie sie alle versammelt. Ich kann Ihnen also diese Sammlung der Lyrik-Empfehlungen nur ans Herz legen. Als erste Autorin möchte ich Ihnen heute Karin Fellner vorstellen. Karin Fellner hat mit Eins zum Anderen einen Band geschrieben, der mich und, wie ich weiß, viele andere Lyrikleserinnen über das gesamte Jahr 2019 begleitet. Wenn so ein Titel im Frühjahr eines Jahres erscheint, besteht immer die Gefahr, dass seine Eindrücke, die er hinterlässt, bis zum Herbst oder Winter vielleicht schon wieder verblasst sein könnten oder durch andere Leseeindrücke überlagert sein könnten. In diesem Fall war das anders, zum Glück, denn Karin Fellner hat einen wirklich herausragenden Band gearbeitet. Sie beherrscht das Arbeiten mit minimalen Verschiebungen, nicht nur von Satz zu Satz, sondern auch von Silbe zu Silbe. In meiner Empfehlung habe ich diese Arbeitsweise so beschrieben. Gekonnt arbeitet Fellner mit Techniken der Verschränkung und Überlagerung und tastet sich so vor bis zum Unerforschten, Ungesagten, Unbekannten. Magst du aufmachen, dich oder mich und wohin, fragst du vielleicht, gibt es Schlüssel? Er oder entschließt sich Sinn, umzugehen, womit? So einer von Fellners Versen. Einzelne Sätze, Satzglieder, Wörter oder Wortpartikel schieben sich auf minimalen Raum ineinander. Lektüre bedeutet, die einzelnen Elemente auseinanderzuschieben und zu entfalten. Das setzt sich bei Fellner bis zu einzelnen Silben vor. Auf diese Weise sagen Fellners Verse eins und das andere zugleich. Fellner betreibt also eine Atomistik kleinster sprachlicher Teilchen. Sie nimmt jedes einzelne Element dann wiederum auf und bringt es in unterschiedliche Balancen, in Gleichgewichte, mit teilweise irren, komischen, witzigen, humorvollen Effekten. Sie hören als erstes Karin Fellner, eins zum anderen. Sprachehache, ach, bewegtes Gefilde, ondulierter Wald, du interaktives Modul, krauswandig, stark gekammert. Wie ließe sich mit in dir zum Beispiel übertragen ein Rausch, ein Tauschhandel zwischen der Luft? Kann Forst oder Stöbern das sagen? Nehm ihn her. Kein Bannwald, Herren- oder Fronwald ist's, wo eine Testversion von Ich läuft, gelaufen wird durch die Lücken, durch hochverästelte Rehe oder Kulturetagen einer Birke. Als ich davon sprechen wollte, Test, Test, 1, 2, 3, aber ab, brach ihr im Munde, was? Stob, stieb, stäubte davon, sch, bra, brache, sch. PS. Liebe Madame Bricolage, auch ich hoffe, dass die Struktur sich selbst korrigiert, wenn das Ego nicht allzu sehr involviert ist. Anfrage eines Kiesels. Es-tu seul, mein Seel? Bist du Salz, darauf gehen Soldatinnen, söllimürt von den ständigen Sohlen? Willst du draufgehen, weil fühlst dich so nah am Boden, sowohl als auch nicht solid, Orsol oder Grassoden, shit out of luck, G-Moll, Tag für Tag, des Soller Soll. Solche Art gewälzt, sans salaire, willst du rollen, slowly über Konsolen und fort von Kolossen, in Lösch, Solatium, in trostreiche Erosionen, am Sœur,
gell, du Loschko. Lingin. Die kleinen Unendlichkeiten im unendlich Kleinen. Ohne Ausdehnung ist der Punkt, sagst du. Also der Kopf. Ein elektrifiziertes Gelee, das im System der Verzweigung sich im System der Verzweigung wiederfindet, nicht einholt. Stehst da an der Ampel, ey Alter, und nix geht. Gestern las ich statt Knast, spreng den Unast im Kopf. Sprang, weiß nicht wie, in das Überangebot Laub. Zog Muskeln der Kehle aus, dieses Spannungsnetzwerk, dreiblättrig. Auch der Hals, lern ich, hat Eingeweide. Ha, habe kein Gelingen. Lehrlingin bleib ich von Pilzpartnern, Algenpartnern, Mitfellträgern, das ist Filets häkelnd. Filiationen entsprechen nicht notwendigerweise den Hüllen, Hymnen, Hymen, Hieroglyphen, Hyphen. Dass ein Symbolsystem seinerseits sich verschiebt bei dochtartig filzigem Bau, nicht kalkulierbar, lern ich, dass etwas Weissagen heißt Wir sehen Wissa Strassa. Ich zog die Kartoffel aus, bis sie nackt war, bezog die weiße Kartoffel im Abo, stellte lächelnd Patata die Frage, gehen Sie aus? Gehen Sie nie aus dem Zwiespalt von Sinn und Bedeutung hervor? Da ist ein neues Quadrat. Nacktköpfig gehe ich hinein. Das Gute ist jedes Quadrat, sagt der Mathe-Experte. Loch in der Zahlengeraden. Und schon bin ich irrational aus Loch Ness importiert. Nachts aber fällt der See durch, durch sich selbst. In einer Metrostation siehst du in allen Körpern synchron die Kehlen aufleuchten, im selben Farbton, wie auf Knopfdruck ein Lehrdiagramm. Schleimhäute, mehrschichtig, samt bakteriellen Bewohnern, das ganze Besiedeltsein unserer Münder, besiedelt von denselben Kommensalen. Sind wir also doch kommensurabel? Tatsächlich, das Fleisch war ein schwarzer Zweig, an dem die Rachen aufblühten. Schnell defekter Link und wurde gelehrt. Das erinnere ich, sagst du. In Wellen kursieren, Schaum, in Unbehagen geballtes, reproduziert, Verarbeitungsprozesse drängeln, verdrängen was? Will auf etwas zu, sagst du, werden oder mich neigen, das Angereicherte reichen dir, euch, ihnen so hin. Die Flocke beispielsweise ist ein relativ offenes Teilchenaggregat. Apart oder zäh, das sind nur Kategorien der durchfallenen Gegend. Vor Fall und Salz sei sie also die Flocke, sagst du, nicht zu retten, wolle und müsse auch nicht. Phantominseln. Treffen sich O und A, fliehen durch Apparatore, sobald der Scientist sie herbeizitiert, Linsen auf sie zentriert, tun sie zuerst ganz festkörperlich, aber bleiben unformulierbar. Gehen O und A im Labor dem Scientist durch den Kopf, will er sie, Kategorien, kartografierbare Teile. Doch auch in dieser kostbaren Versuchsanordnung sind sie ver- und entwischt. In einem Geflecht sind die beiden vielfach verhakte Knie, jenseits von er, sie, Wellen vor der Schnauze des kosmischen Cephalopoda. Inseln sind A und O nur in der Draufsicht, drunter, ahnt der Scientist, sind sie vollzählig und verbunden mit mannigfachen Rohdaten und Atollen. Komm herzu, herzugekommene komm. Im Strizizimmer darf das und dies verwachsen. Abgebogen von der Quetschung in den Quatsch,
ändern sich die Pronomen und Formatvorlagen? Ungebührlich sakral liegt ein Nasabohrer am prophylaktischen Laktisch. Sei mein Flabbergast, sehen wir an, einander, in wundervoll alterndem Fleisch und schlafen wir darin zu Sämmchen? Heben das Deck, rezitieren, der Kranich, der kriecht keine Panik. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung, Karin Fellner. Vielen Dank. Wir müssten, glaube ich, von meiner Seite aus zumindest über Beziehungen sprechen. Mhm. Ich greife einfach einen kurzen Absatz wieder auf, wenn es am Anfang gleich heißt, liebe Madame Bricolage, und dann folgt, auch ich hoffe, dass die Struktur sich selbst korrigiert, wenn das Ego nicht allzu sehr involviert ist. Wie ist das mit Ihrer Beziehung zur Bricolage? Sind das, was Sie arbeiten, tatsächlich Bricolagen fühlen? Ist das eine echte Beziehung, die Sie mit Madame Bricolage führen? Und was für eine? Ja, also Bricolage ist natürlich schon ein sehr wundervolles Verfahren, um damit zu arbeiten. Im Gegensatz zum Ingenieur, der alles plant und vorstrukturiert, hat es sowas Spielerisches zu gucken, welche Sprachanteile, welche Motive kann man wie zusammensetzen und was passiert dann zwischen denen, was funkt zwischen denen. Und ein bisschen ist es vielleicht ähnlich wie im Titel, eins zum anderen, nicht nur das Beziehungsnetz als solches, also das eins zum anderen kommt, wie dann oft gerne gesagt wird, sondern es steckt für mich auch immer dieser, also was ich am Titel besonders liebe und vielleicht auch an der Bricolage, dass es diese Offenheit gibt, also der Doppelpunkt, würde ich sagen, der Doppelpunkt, der zwischen den Sachen steht, der das offen hält, wie eins zum anderen agiert, der so ein kleine Distanz einzieht, ja, die Wohltat des Innehaltens vielleicht und auch der Lücke, die immer irgendwie da eine große Rolle spielt. Also nicht nur das eine und das andere, sondern was entsteht eigentlich in dem Zwischenraum in einer Beziehung. Egal, was das für eine Beziehung ist, ne? Ob das eine Beziehung zwischen Menschen ist oder eine Beziehung von mir zu einem Ding oder auch von mir zur Sprache, innerhalb der Sprache, von Worten zueinander. Und das finde ich immer ganz spannend, weil da etwas passiert, was über das Planbare hinausgeht. Es ist ja auch so, dass das tatsächlich das erste Mal, würde ich sagen, in Ihren Bänden um Beziehungen in dem Sinne geht, als dass es auch um Liebe geht. Also zumindest in den Texten, die Sie jetzt gelesen haben, klingt das ja auch hier und dort an. Das ist das erste Mal, dass Sie sich an diesen, man könnte sagen, Klassiker von Lyrik als Thema gewagt haben, oder? Ist das eine neue Form des Ausprobierens? Wie ist das gekommen? Ja, naja, es gibt da schon diese Anekdote. Also es gibt einen Impuls zu diesem Band. Er ist kein Konzeptband, aber es gibt schon so einen Impuls. Ich bin verheiratet lange schon mit einem wunderbaren Mann, der immer auch mein Erstleser ist. Und dem habe ich einen Text gezeigt, den ich ganz toll fand. Und er hat dann so etwas verhalten reagiert. Und ich hatte diesen Text ihm gewidmet und habe erstmal, das musste sich dann erstmal setzen, warum er so reagiert. Und dann habe ich gemerkt, der Text war eher so ein introspektives Gedicht, ne? Was passiert in unserem Mind, also in meinem in diesem Fall. Und dann habe ich gedacht, na klar, das ist auch ganz logisch, dass er verhalten reagiert. Ich kann ihm doch nichts widmen, wenn es dabei um mich geht. Ich muss mich doch irgendwie auf ihn auch beziehen im Gedicht. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Nachts wachte ich dann plötzlich so schockartig auf und dachte, oh, jetzt muss ich tatsächlich Liebesgedichte schreiben, Hilfe. Das ist also ein Terrain, das ich immer vermieden habe, weil ich es für sehr schwierig halte, für unglaublich schwierig, dafür Sprache zu finden. Vor dem Hintergrund der literarischen Vorgänge einmal, überhaupt vor dem Hintergrund, dass da viel jenseits eigentlich der Sprache stattfindet, würde ich sagen. Und genau, und dann habe ich halt mit ein bisschen der Hilfe der Fachsprachen im Gepäck sozusagen mich an dieses Terrain gewagt. Und es sind vielleicht in dem Fall auch nicht die ganz klassischen Liebesgedichte, die im meisten Fall ja auch eher so die den Anfang einer Liebe beschreiben, sondern es sind tatsächlich Paargedichte. Ja? Also was ist eigentlich nach einer langen Partnerschaft in dieser Beziehung an Bewegung, an Interaktion? Okay,
Also tatsächlich aus einer Phase eigentlich, die man aus der Literatur wenig kennt. Eigentlich kommt ja dann irgendwann wieder die Phase, in der der Roman zumindest zum Ehebruch hin neigt und die Lyrik aber eigentlich aus Paarbeziehungen nicht unbedingt immer wieder geschöpft hat. Nach einer anderen Beziehung möchte ich Sie noch fragen aus Ihren Texten heraus, nämlich zu der Beziehung zu unterschiedlichen, Sie haben eben schon gesagt, Fachsprachen, Tonarten, unterschiedlichen Wortmaterialien, die Sie zusammenführen. Also wie ist genau diese Konstellation vorstellbar aus zum einen fast phänomenologischen Beschreibungen, auch im Fachvokabular, und zum anderen Dingen, die eigentlich der Sprache fernliegen und die dann bei Ihnen eine unglaubliche Rasanz und Geschwindigkeit bekommen. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, wie diese Zusammenführung, Sie haben eben schon gesagt, dann knallt, ne? Wie das bei Ihnen funktioniert. Ah ja, das ist ja immer das Allerschwerste, zu reden, wie das funktioniert. Also ich kann nur sagen, ich bin ja auch nicht die Einzige, die das macht. Das sind also Methoden, Verfahren, die also überhaupt in der Gegenwartslyrik gerne verwendet werden, dass man einfach in verschiedene Register ausgreift, verschiedene Register verwendet oder bedient. Und ich denke halt, das ist auch, also vielleicht dieser Überraschungseffekt oder der Zwischenraum, von dem ich anfangs sprach, der immer diesen Überraschungseffekt auch mit enthält, der ist für mich da ausschlaggebend. Wie das genau passiert, dann kann ich gar nicht so sagen. Aber wenn man sich mal dafür öffnet, dass man eben diese wundervollen Fachsprachen, die wir ja in den Wissenschaften, in den Naturwissenschaften haben, die versuchen sehr, sehr präzise über etwas zu reden, was unseren Sinnen gar nicht mehr zugänglich ist. Also denken Sie an Mehrdimensionalität oder sowas. Ja, das interessiert mich einerseits. Andererseits interessiert mich aber auch zum Beispiel die Quatschsprache, ja, die wir so privatim reden. Ja, was passiert, wenn ich den anderen Dussel nenne, ja, oder wenn ich von statt Profil, also prophylaktisch, vom prophylaktisch rede? Also was passiert einfach und oder wenn ich Worte in Worten entdecke, solche Geschichten. Und diese, sage ich mal, einerseits sehr präzise arbeitenden Sprachregister zusammenprallen zu lassen, also der Knall ist ein schöner Begriff hier, zusammenprallen zu lassen mit den Quatschbegriffen. Das ist vielleicht auch etwas, was ich so sagen würde, wie unser Denken eigentlich funktioniert. Also wenn wir komplex und entspannt sind, dann ziehen sich ja auch unterschiedlichste Sprachebenen in unser Denken ein. Zwei Fragen knüpfe ich daran an, noch fast schon zum Abschluss unseres kurzen Gespräches. Zum einen, wenn Sie sagen, Sie sind damit gar nicht alleine, sondern es gibt mehrere, die in dieser Art und Weise arbeiten. Vielleicht können Sie kurz benennen, wo Sie Ihr Arbeiten tatsächlich verorten würden. Und dann schließlich noch eine letzte Frage. Das mit dem Verorten ist immer super schwierig, finde ich. Also ich stehe nicht außerhalb von mir selbst. Das würde ich gerne lieber anderen überlassen, tatsächlich. Da fühle ich mich ein bisschen wie der Vogel, der Ornithologe sein soll. Ja, der Klassiker unter den Kritikern, wie gesagt. Mir ging es aber mehr darum, dass Sie meinten, Sie sind mehr, das ist vielleicht besser als das Verorten, Sie sind im Gespräch mit anderen, die auch in einer Art und Weise arbeiten, wo Sie sagen würden, da sehe ich Gesprächsformen, da bin ich im Gespräch auch mit deren Arbeiten. So war mehr eine Frage. Naja, ich bin zum Beispiel Mitglied der Gruppe Reimfrei hier in München, also wo unter anderem Sabina Lorenz oder Armin Steigenberger und Christel Steigenberger oder Markus Breidenich dabei sind. Andrea Häuser war auch früher dabei, ist so lockeres Mitglied noch. Und wir sind schon regelmäßig im Gespräch und tauschen uns aus über unsere Texte. Das sind aber mehr so Werkstattgespräche. Aber natürlich ist das schon, finde ich, wichtig. Das Schreiben ist ja, also dass man immer zu sich auch geöffnet hält und nicht in so einen Trott reinkommt und so einen Einsamkeitsfimmel. Das halte ich schon für wichtig, also im Dialog zu bleiben. Ob der Dialog jetzt so faktisch stattfindet oder vielleicht auch über die Lektüren, wo ja sehr viel stattfindet. Also
Zum Beispiel habe ich das Grimmsche Wörterbuch als eine unglaubliche Schatzkammer immer wieder mit einbezogen. Ja, das wäre so ein Anknüpfungspunkt oder ein Dialogpartner in Anführungsstrichen für mich, ja, der jetzt gar nicht real life ist, aber unglaublich, wo unglaublich viel passiert ist beim Schreiben in der Auseinandersetzung damit. Ja, was für eine tolle Spanne. Also zwischen einem Kreis von weiteren Autorinnen und Autoren in München und dem Grimmschen Wörterbuch. Das trifft doch sehr gut, in welcher weiten Spanne auch sich ihre Texte bewegen. Eins vielleicht zum Abschluss noch, wenn ich als Leser bei ihren Gedichten etwas machen muss, was man gar nicht so häufig im deutschsprachigen bei Lyrik machen muss, nämlich immer wieder laut lachen, dann wäre das wahrscheinlich nichts, was Sie mit Ihren Gedichten unbedingt verhindern wollen würden, oder? Nein, im Gegenteil. Ich freue mich ja. Es war für mich nicht vorhersehbar, was dieser Band auslöst für unterschiedlichste Reaktionen. Und das Lachen gehört doch zu dem Befreiendsten und zum Entlastendsten, was wir haben. Also es gibt doch nichts Besseres. Mir ging das übrigens so, um nochmal auf Lektüre und so Vorbilder zurückzukommen mit der Lektüre von bei Ulf Stolterfoht, also dass ich in der U-Bahn zum ersten Mal bei der Gedichtlektüre laut aus mir rauslachen musste, also auch noch im öffentlichen Raum. Wenn sowas passiert, dann freue ich mich. Das ist wundervoll. Vielen Dank. Sehr gerne. Der Kranich, der kriecht keine Panik. Das ist schon sehr großartig für diese Zeiten. Vielen, vielen Dank, Karin Fellner. Machen Sie es gut. Ja, danke Ihnen. Also, ich Sie auch. Alles Gute. Tschüss. Als zweiter liest Georg Less. Herzlich willkommen. Dessen zweiter Band, die Hohlhandmusikalität, 2019 beim Cookbooks Verlag erschienen ist. Sein erster Band, Schlachtgewicht, ist 2013 bereits erschienen und er bestand aus Gedichten höchster Konzentration, auch insofern, als er aus 11 einzelnen Texten bestand. Ich kenne in der Lyrikszene eine Reihe von Personen, die seither auf diesen zweiten Band gespannt gewartet haben und sich immer gefragt haben, wann kommt dieser zweite Band heraus und vor allem auch, wo kommt dieser zweite Band heraus. Und wir sind sehr froh, dass er 2019 beim Cookbooks Verlag herauskam und jetzt auch hier Teil der Lyrikempfehlungen ist. Daniela Seel, die Verlegerin des Cookbooks Verlags, legt immer Wert darauf, dass ihr Verlag nicht nur einfach Bücher publiziert, sondern dass diese Bücher aus einem gemeinsamen Gesprächszusammenhang, aus einem Zusammenarbeiten am Gedicht heraus entstehen. Und aus diesem Umfeld ist nun also in 6-jähriger Arbeit auch dieser zweite Band von Georg Less entstanden. Was umgekehrt gerade nicht bedeutet, dass irgendetwas an diesem Band erwartbar oder durch die Gespräche, die geführt wurden, schon in irgendeiner Art und Weise vorwegnehmbar gewesen wäre. Alles an diesem Band, so könnte man umgekehrt sagen, ist überraschend. Und Nora Bossom, die diesen Band empfohlen hat, zielt auch in ihrer signifikanten Charakterisierung auf dieses überraschende Moment ab. Ich zitiere: Die Bildwelten sind so klar wie überraschend und erstaunt, wie fein durchkomponiert der Klang ist, was aus minimalen Bedeutungsverschiebungen entsteht. Geschöpft wird aus Traditionen von Georg Trakl bis zu Horrorfilmen wie Les Diaboliques. Es liegt oft ein feiner Humor in den Zeilen und einige bleiben hängen wie ein Evergreen. Aber wieder ein Haken, denn gerade Strecken sind uns nicht gegeben. Die gerade Strecke dieser Lesung gehört jetzt Georg Less. Schauen, ob sie uns gerade gegeben ist. Herzlich willkommen noch einmal. Schön, dass Sie diese Lesung möglich machen. Bitte schön. Danke sehr. Ich beginne mit den Gedichten auf den Seiten 7, 17 und 77. Gegen die Füße. Wenn du stolperst, dann halt etwas Spitzes oder Heißes oder beides in der Hand. Immer zum Auge hin und mitten in und durch das Landschaftsbild. Die Hängung zittert, fürchte deine Mittel. Halb knochenhart aufgestellt schwanken wir, halb Scherben. Wo ließe sich lernen aus laufenden Stürzen? Die Gegenstände halten und wie ich, wie nah vorm Gesicht, wie starr am Herzen,
Richtung Mund gießen oder ein wenig daneben. Derselbe Kaffee, zwei Sorten Geschick, der Dampf unentschieden. Zwei Zungen in Linearschrift verbrannt, Unterlippe, Kinn, ein wenig Hals, die Füße dazu und darunter das Land. Laufen zu stützen, halt deine Tasse oder Selbsterhalt, zwei Arten Handstand. Zungen verbrannt, Oberlippe, Nase, Stirn und darunter, Landstrich ohne Aussichtspunkt, steigt allein der Kenntnisstand, wenn's auf die Fußsohlen schneit. Das wäre dann auch ein Beispiel für eine Strukturachse dieses Bandes, die Gegengedichte. Zweite Strukturachse, die Wirbel. Fünfter Wirbel, Wirbel agerten, rasten. Errichteten Zelte über Städten, härteten mit sich tausend Heringen das Land. Nachtruf verrauchte unter dem Ansturm der Werktage, wenn wir vom Rand Grenze ernteten. Neuer Legierungen Hall. Wen störte das denn? Eines Nachts stand der gesammelte Feindestamm halliger, hein, bewohnte Gesichter zu zig. Tausenden unter uns, hiermit erfassten wir unsere Vereinzelung, Vielzahl in Rage. Als fünftes Ross, reiterlos, folgte Gewöhnung, rasten wir rings ums Gesetzte auf Umlaufbahnen von Mietnomaden und legten uns weich in die Kurven auf Suche nach Schlaf auf nahen Planeten. Gerade Strecken sind uns nicht gegeben. Die Wirbel drehen sich immer um irgendeinen Unfall, ein Haushaltsunfall, ein Weltuntergang, irgendetwas, was gerade nicht in den Tagesverlauf passt. Sauerlandschwefel. Viele Menschen können gerade nicht verreisen und einige davon nicht ins Sauerland. Deswegen zwei Texte zu diesem Motiv. Wenn ich Besuch bei den Großeltern war, hieß es Krieg und Zigarrenqualm und die geliebten Legenden. Von einer Schlacht zwischen Burgen erzähl schon. Erst ein Bund mit der Hölle entschied. Ich habe nur ihre Ruinen bespielt. Von einer Schlacht in den Bergen, von der Großvater des Nabel übrig blieb. Lustlos, los, zeig sie. Ich fragte mich und frage mich nicht mehr, woher wahrhaftig diese Narbe stammt und wann manchmal allein der Teufel helfen kann. Und lebe fern der Burgen und der Berge, doch die Großeltern nicht mehr zu finden sind. Dreh ich mich um, verschwimmt der Lebenslauf. In beiden Richtungen liegt ein Versteck. Und wenn es qualmt, springen die Fenster auf. Rückkörperstoßmarsch. Frühe Erfahrung mit diesem Stück Sauerland. Einige führen auf seinen Charakter den Boden zurück, den gesamten Begriff, organisch-vulkanische Prägung. Einige tragen bei, einige tragen Kalk. Einige lesen darüber rein gar nicht, zu dunkel, zu zweit. Das Heilandmuseum Nerv und Zeit den Stützpunkt verscharrt, jeder steckt anders im Grenzen. Egal wie dick, Zündköpfe finden sich. Ja, das sieht man vielleicht auch hier mal. Diese Strophe hat die Form einer Rakete. Frühe Geschichte mit Großeltern, das sind dieselben Großeltern. Einige haben darin einen Leib in Volvo liegen sehen. Jeden Tag fehlte ein Abschnitt.
trag schwer an Stützmuskulatur oder getragen werden, unlenkbar, durchzittert vom Zergen des Schiefers der Itter, stört zwischen Sägeblatt, Kiefern in Meiler und Stall. Ein Menschenopfer würde ich nicht singen, denn ich treff es nicht. Tippen wäre etwas anderes. Tieropfer, blasseste Vorstellung, was ein damaliges Lamm einer Familie bedeutet haben mag, mitunter einem anderen Lamm. Gewichtsverlagerung, raketengleich, kam ich auf meiner Lichtung an. Das war das Sauerland. Zehnter Wirbel, Arche, die Sorge. Des Rauchmeldes füllte die Küche zu zwei Dritteln aus. Die Relation vom Rad zum Vogel V, vom Glanz zur Angst. Kein Wohnungsbrand fände hier Platz, also Vorsicht, wenn ich, was dich nicht betrifft, irgendwann ausfalle oder ein kraftloses Glühwürmchen sich in der Nacht finster auf einen Lichtschalter setzt, um auf den Finger zu warten, das Licht. Im Lederhandschuh stecken fünf Garnelen. Die dickste fragt, wo sind die dünnen? Ich höre eure dünnen Stimmen. Wir brauchen dich. Kerbschlag, Biegeversuch. Ohne Schluck bleibe Mundhöhle. Weiterhin spuck nie aus, Flöte, von niemandem. Das Erstgeborene bestand aus Verboten, das Letztgeborene ohne verloren. Den Mussierpunkt erstürmt das Vorletzte, drei Wünsche, Vieh, ausgepresst zwischen zwei kollidierten, ich weiß nicht, Objekttheorien, mit Haut und Haar verwechselbar, aber kroch aus ihnen hervor, aber stieg aus ihnen aus, aber perlte aus ihnen hinauf. Das sind Produkttests, diese Versuche wie der Kerbschlag, Biegeversuch, die finden sich häufiger hier drin, Attacken aufs Produkt. Okay. Achte Wirbel, die ledrige Brücke. Das ist auch eine Legende aus dem Sauerland, verschiedenen Regionen, aber das ist im Grunde eine Legende, in der es um im Sauerlandschwefel schon ging. Und es geht ganz kurz um eine kurdische Protagonistin aus einem österreichischen Horrorfilm, ganz am Ende. Zwischen Wasser und Erdmassen wischen. Siebte Nacht. Eine Belagerung, streng pendeln Sparlampen, steigender. Belag, Kadaver, kugelig im Hof, aus denen schuf Bedarf, was wir am Folgetag verschmerzen. Mehr Freiheit fürs Gebein. Durch hornige Schichten Besitz griffen ganz Wunsch die persönlichen Plünderer zu. Gelehriges Wühlen sie, wählten sogar einmal im Jahr, fühlten günstig, günstiger, bald umfasste einer eigenes, fühlte frei wie Plunder. Warum hängen die Männer? Woran? Schaukelnd und winkend, wer lenkt seine Stricke, sein tägliches Reich? Die Nacht hat 5 Stunden, der Rest ist ein Gleichnis. Trauen niemandem von den greifbaren Königen, wählt Özge die 3 ohne Herz. Niemandem. Ich beispielsweise wasch meine Hemden im Herd. Erkundung des Handschuhs. Den Handschuh gab es auch schon. Das ist im Grunde dieser Handschuh, nehme ich an, ja, auf dem Buch. Er zieht den Bauch ein und sie findet Platz. Etwas ganz anderes als Schwangerschaft.
die Ausdehnung entschied, Nähe zum Instrument, nicht Musikalität, die Delta-Musikalität, die Pyramiden-Musikalität, die Langhohlhand-Musikalität. Wir nimmer im Bau geborgenen, von keinerlei Schale gestalteten, keinem einzigen Blättchen. Der Qualm immerhin galt als Einladung, nie wieder Ausdruck eines Angst. Sorgenvoll, vorerst sehnenlos, kosteten wir die 5 Gänge. Okay. Das ist Zufall, spielt grundsätzlich auch im Sauerland, das war nicht bedacht. Und zwar Hagen. Hagen ist das Tor zum Sauerland in manchen Reiseführern. Mir ging es eher darum, dass da für mich wichtige Dichter, Dichterinnen wohnten. Ernst Meister, Sonja von Brocke. Erster Wirbel, Fossilienfund Hagen. Schneckenhausförmig, ein Stein entspannt sich. Vor einerseits schwer zerbrechlichem Hinter, andererseits längst zerbrochenem Glas. Ein Augenzeuge sagt aus, ich wiederhole, ein Ohrenzeuge sagt aus, denn du kannst durchgängig reden, ohne dich zu verwandeln, oder so wie der Berg, mit jeder Silbe ein anderer werden. An der Katt, Gänsehaut, Wälde von Haut, bevor du vom Fell sprichst. Äußertest du einen Mungo, aufgeschwemmt und fürchterlich und unterm Haar treibt lose ein Gesicht. Seins oder deins, ich schneide das nie wieder. Dass das kein Mungo sei, versichern selbst die Eltern, das, nein, ist niemals unser. Du hast dich geborgen gefühlt, wie von einer Schere umarmt. Unser Fell sprießt dazwischen noch voller und unsere Luftnot darunter gemischt, weil du von der Nordsee, von Expeditionen, bevor du vom Schiff sprichst, das Fell schlägt darüber zusammen, hält dicht. Am Ufer Nummer 3 mit einer wunden Sprache nur einer Gattung und Export von Logik, was ich nicht auszusprechen weiß, nehme ich trotzdem in den Mund. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Georg Less, vielen Dank. Meine erste Frage geht erst einmal zu so etwas vielleicht Allgemeinerem. Mir, wenn ich Ihnen zuhöre, dann fällt mir etwas ein, was die Filmemacherin Hito Steyerl immer wieder betont, nämlich, dass wir in bestimmten Bild- und Erscheinungsgemeinschaften leben. Und das heißt, wir uns auch an bestimmte Bildzusammenhänge und Präsentationsweisen und Erscheinungsweisen von Bildern gewöhnt haben. Und Ihre Texte, so scheint es mir, scheinen in Beziehung zu diesen Erscheinungsweisen und zu diesen Bildzusammenhängen zu stehen, an die wir uns gewöhnt haben, indem sie die verwirbeln zum einen oder sich gegen diese stellen. Wäre das ein Zusammenhang, in dem Sie Ihre Lyrik sehen könnten, als einen Aspekt sehen könnten? Wie finden Sie, fügen sich Ihre Arbeiten in diese Erscheinungsgemeinschaften ein? Ich würde es nicht zur Poetik erheben wollen, aber ich denke, bei vielen Texten retrospektiv geht es auch ums Aufstemmen gewisser semantischer Zusammenhänge, Aufwirbeln vielleicht. Und dann brauchen die einen neuen Halt. Mhm. Und vielleicht geht es auch darum, das Recht zu besitzen, als Dichter Dinge zusammenzuzwingen, die sonst vielleicht gar nicht zusammen wollten, zu einer Form von Metamorphose, Permutation.
Und in manchem fühlt man sich dann zu Hause und anderes wird unheimlich. Das könnte so ein Kippeffekt erzeugen, wenn es denn glückt. Und da jeder andere Vorerfahrung mitbringt, kann es natürlich nicht jeden in die Falle locken. Und wenn es wieder so etwas geben muss wie eine Balance, ein Gleichgewicht, das ich auch wiederfinden will, ist eine dieser Balancen, mit denen Sie sehr stark arbeiten, das, was Sie genannt haben, Strukturachsen. Ja? Würden Sie, also es gibt tatsächlich solche Achsen, die sich auch durch diesen Band ziehen? Die Wirbel sind angeordnet nach der Nummerierung unserer Wirbelsäule. Nur umgedreht. Ja, es beginnt mit den Füßen und folglich dann mit der Lendenwirbelsäule. Dann nähert man sich der Brustwirbelsäule. Da kommt dann auch irgendwann das Herz im Kontext dazu. Und dann eine Menge Halswirbel. Der Atlas ist der letzte. Und dann kommt noch so ein wenig was zu allem, was darüber liegen könnte, beziehungsweise in dieser umgedrehten Reihenfolge darunter. Das ist eine der Strukturachsen. Eine andere sehr wichtige Klammer ist aber auch der Klang. Also Dinge, die ich semantisch nicht zusammenzwingen kann, die muss ich dann klanglich zusammenzwingen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Ja. Was ich vielleicht noch als einen Aspekt mit hinanführen kann, wenn man sieht, wie Sie diese Verwirbelung der Wirbel, die ja eigentlich die Balance geben und die Stabilität geben zugleich wieder, also wenn Sie diese beiden Bedeutung des Wirbels zusammenbringen und zugleich wiederum verwirbeln, dann erschließt sich auch, warum Ihr Bild, Ihr Autorenbild am Ende des Bandes auf dem Kopf steht. Ja. Weil Ihre Wirbel eben auch auf dem Kopf stehen. Und glauben Sie ja nicht, dass ich nicht lange gerätselt hätte. Sehr lang. Also wenn man's mythologisch zementieren möchte, dann ist es vielleicht das Ganze ein Atlas, der aber doch das Gleichgewicht verloren hat und ja, der ganze Kosmos muss dann mittaumeln. Ja. Das scheint mir eine zweite Struktur zu sein, die in dieser Art, wie Sie auch lesen, jetzt das erste Mal lesen gehört, diese Art, wie Sie leben, dieses fallende, stürzende Voranschreiten, das schon in Ihren ersten Versen in diesem Band auch betont wird. Also dieses immer wieder, dass diese Betonung darauf, dass unser Gehen und unser Stehen eigentlich eine Verhinderung des Sturzes ist. Dass es aber diesen ständigen Sturz eigentlich auch tatsächlich gibt. Das scheint mir ein kontrolliertes Stürzen, ja, ein kontrolliertes Stürzen. Ja, 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 sehr schön. Vielleicht noch was ganz anderes. Noch eine andere, ein Spannungsverhältnis vielleicht, was ins Auge fällt. Nämlich das zum einen Erzählerische, das in Ihren Texten ist. Also es ist tatsächlich kurze narrative Einheiten gibt, die man jetzt zum Beispiel gehört hat, war, auch wenn Sie weiter erklärt haben, die Erzähleinheit des Sauerlands und das auch in gewisser Weise Zurückkehren ins Sauerland. Und dann so etwas wie ein Wille zu Gnomen, zu kleinen Satzeinheiten, die für sich stehen. Also wunderbare Verse wie über den Mangel ein Lammbezug wärmt, ein Versuch, wunderbar. Ja, also können Sie vielleicht noch etwas zu dieser Spannung sagen, aus diesen einzelnen, wirklich dann auch in die Brillanz gehenden Sätzen und Versen und solchen Erzähleinheiten, die Sie entwerfen? Bei der Brillanz kann ich mich nicht augenblicklich anschließen, weil ich ja auch sehe, manches ist aus der Not geboren, doch einer klanglichen Kette gerecht zu werden. Aber auch der Körper hat ja ganz kleine Knochen, Knöchelchen, die doch sehr wichtig sind, wenn wir ans Gehör denken. Ich glaube, dass die kleinsten Kettenglieder nicht unbedingt die schwächsten sind, sondern eher die relevantesten. Vielleicht beides zugleich. Und so ist es ja auch mit Narrativen. Es ist ja sehr schnell möglich, dass Dinge kippen, ja, von einem Genre ins andere, von einer Tragödie in eine Komödie und umgekehrt. Ich glaube, das sind Versuche, solche Reisen, Heldenreisen oder eben Nicht-Helden abzubilden. Da müsste ich aber nochmal in die Mikroanalyse gehen. Das müssen Sie ja auch nicht. Das ist ja vielleicht auch etwas, was Ihre Zuhörer dann für sich tatsächlich tun können. Aber das sind eben Spannungsverhältnisse, die, wenn man ihnen zuhört, wenn man ihre Texte liest, sich vielleicht erschließen und die eben zeigen, wie weit gespannt ihre Arbeiten dazwischen
auch jongieren zum Teil, ne? sich mal der einen Seite mehr zuwenden, sich mal der anderen Seite zuwenden. Hängt sicher auch zusammen mit dem langen Entstehungsprozess, den Sie angesprochen hatten. Wenn man so viel Zeit mit den Texten verbringt, dann kann man ja auch viel ausprobieren, muss nur aufpassen, dass es nicht diesen überkonstruierten Zug erhält. Ja, aber vielleicht können Sie genau dazu noch was sagen, zu dieser wirklich bemerkenswerten Geduld auch mit dem eigenen Arbeiten. Das scheint mir etwas zu sein, was man immer wieder bei jüngeren Autorinnen und Autoren in der Lyrik im Moment findet. Also die sich tatsächlich diese Zeit nehmen, aus diesem Modus, dass alle zwei Jahre etwas Neues zu präsentieren, sich tatsächlich die Zeit nehmen, in größter Geduld und durchaus auch Akribie an ihren Texten zu arbeiten. Würden Sie das für diesen 6-Jahres-Zeitraum auch in Beschlag nehmen? Also zu sagen, ja, das ist auch tatsächlich so eine Zurückgenommenheit? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein geduldiger Mensch bin. Ich glaube, ich müsste weniger geduldig sein, wenn die Texte einfach schneller fertig wären. Es braucht einfach sehr lange, bis ich am Ende das Gefühl habe, da ist ein stabiler Text entstanden, ja, der kippt, aber sich noch selbst schützen kann. Ich habe sehr viele Fragmente, die einfach nicht zusammenkommen. Am Ende hat sehr viel mit der eigenen Zufriedenheit zu tun, ja, das stimmt. Weniger mit der Geduld, ja, die kann ich, die musste sich entwickeln, aber eher sekundär, ja. Vielleicht ende ich mit einem dieser kurzen, aus meiner Sicht brillanten Verse, die Sie am Anfang schon anfügen, indem Sie sagen, das Schöne, Abwesenheit von Fernlicht und ich verabschiede mich von Ihnen, danke Ihnen für diese Lesung, für dieses Gespräch. Ja, ich bedanke und mich. In die Ferne, das Licht. Machen Sie es gut, Herr Wess. Vielen Dank. Danke. Danke. Schönen Ihnen. Tag. Ihnen auch. So, wir wechseln als Drittes ins Internationale. Und um den Titel Berlin Hamlet von Szilárd Gurbay. Soweit darf ich den Türspalt zu der Arbeit der Empfehlenden vielleicht doch freigeben. Hätte es wohl, so sagt mir ein Gefühl, einen regelrechten Wettlauf unter den Empfehlenden gegeben, wenn dieser Wettlauf nicht nach dem typischen Hasen- und Igel-Effekt schon vorbei gewesen wäre, bevor er überhaupt beginnen konnte. Denn gleich als erstes hat Michael Krüger, der Lyriker, Erzähler und ehemalige Verleger des Hansa-Verlags, diesen Titel als seine Empfehlung festgelegt. Und während die anderen noch Hasenhaken schlagend nach Titeln suchten, hatte er also schon festgelegt, dass er genau diesen Band empfehlen würde. Eingeleitet hat Michael Krüger seine Empfehlung mit einem Zitat von Gurbay sowie den schönen Worten: Die Erfahrung der Kunst zerstört oder, zurückhaltender formuliert, hebt die Mythen von Wissenschaft, Modernität und Fortschritt auf, versieht sie mit Fragezeichen. Und Krüger fährt fort: Mit großem Selbstbewusstsein nimmt der ungarische Dichter und Denker Szilárd Gurbay, der sich 2014 das Leben nahm, seinen Platz in der Kette derer ein, die Poesie als bewusste Fortsetzung einer uralten Welt- und Seelenerkundung verstehen. Zwei große Zyklen hat Heike Fleming übersetzt und herausgegeben, die die poetische und intellektuelle Kraft dieses Dichters zeigen. Wir hören Szilárd Gurbay in der Übersetzung und mit der Stimme der Übersetzerin Heike Fleming, mit ihr, die zugleich auch das Nachwort zu diesem Band verfasst hat, führen wir auch im Anschluss das Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Frau Fleming. Eine Besonderheit, Sie heute hier als Übersetzerin lesen hören zu dürfen. Und auch eine Besonderheit, auf die wir uns sehr freuen. Bitte schön, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich lese erst aus dem, das Buch versammelt ja zwei Bände. Ich lese jetzt erst aus dem ersten Band, Berlin Hamlet, und zwar die Nummer 13, Naturhistorisches Museum. Im Naturhistorischen Museum ist von 10 bis 6 die Vergangenheit ein offenes Buch. Die Welt der Mineralien und Gesteine scheint regungslos. In den verbundenen Seelen ausgestopfte und konservierte Tiere nach der abgeleiteten Ordnung der Schöpfung. Entwässerte Körper, getrocknete Federn, Fell, Haut, lebensechte Glasaugen.
tote Werke, die unendlich verlangsamte Bewegung festhaltend. Der Fuß in der Luft und der Kopf grazil geneigt. Von vorn betrachtet vorteilhaftes Halbprofil. Die Vertreter der großen Rassen, blinde Objekte in der Dunkelheit. Doch auch nach Schließung steht das Leben nicht still. Im alten Eichenholzgestell der Schaukästen setzen winzige Schädlinge ihre Arbeit fort. Mit einem gleichmütigen, monotonen Hintergrundgeräusch, wie der Erzähler eines Naturfilms. Mikroskopische Pilze, verschiedene, einfach strukturierte Wesen kämpfen ums Überleben. Dadurch dringt die feine Spannung dramatischen Bebens die unpersönliche Maschinenstimme. Und Viren in der Luft. Als 1679 nach der letzten Pestepidemie dem großen Sterben ein Denkmal errichtet wurde, begann man nach neuen Erklärungen zu forschen. Neben dem Glauben an die Vorsehung erstarkte die Mathematik, später die Statistik. Während der Glaube zurückgedrängt wurde, übernahm der Mythos der Freiheit den Platz des Totenkults. All dies hatte die schwärmerische Verehrung des Lebens zur Folge und natürlich Kriege und Revolutionen. Doch die Losung des Glücks verdrängte alles andere. Die Evolution wurde mit der Zeit die moderne Metapher für Tod, während die Menschheit noch nichts von Bakterien wusste. Vor der Vitrine der Großraubtiere verstummt das Kind, weicht einen Schritt neben seine Mutter zurück und greift nach ihrer Hand. Es zeigt auf eines der Tiere, wie der Papa. Und tatsächlich, man könnte das Material auch nach Ähnlichkeiten anordnen, nach assoziativen und metaphorischen Verbindungen. Das heißt, nach einer Sprache ohne Geschichte. Bazillenzucht hinter Vitrinenglas. Doch das Großreinemachen kommt. Da Capo, Alfine. Ein einschlagender Meteorit oder ein jetzt noch im Amazonasgebiet schlummernder Virenstamm. Angeblich stand am Beginn des Lebens eine Infektion, eingeschleppt durch einen Meteoriten. Ich würde noch ein Berlin-Gedicht lesen. Und zwar die Nummer 28, Invalidenstraße, 1. Von der Angst müsste ich noch erzählen, von den Morgen, wenn ich schweißgebadet aufwachte, nach Träumen ohne Erinnerung und nichts wollte, nur verschwinden, Stille, Schweigen. Damals wusste ich noch nicht, was das ist. Dann kam es mir manchmal in den Sinn. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn nichts mehr wäre? Nicht mehr all das, was ich jetzt mache, tun müssen. Die Dinge, die ich nicht tun kann. Auf einmal würde es enden. Ich möchte, dass es endet. Möge es enden. Danach begann ich mich zu sehnen, wenn ich abreiste. Dann vielleicht. 2. Monate später ging ich im Tiergarten spazieren und dachte daran zurück, während die Bäume von den gleichen schwarzen Krähen übersät waren wie dort, woher ich kam. Genauso schmutzig schwarz die Bäume, kahle, kümmerliche Gerippe und der Himmel genauso flach und ohne Tiefe, eine Zwischendecke, unter der tagelang rauchfarbene Wolken standen, in völliger Reglosigkeit. 3. Berlin, der Stadtgott, war wieder zu sich gekommen, machte sich aufgeregt fertig. Das Radio pries ununterbrochen eine Avantgarde-Ausstellung, die im Hamburger Bahnhof eröffnet hatte. Ich fand nur schwer hin. So eine Station gibt es nicht. Es stellte sich heraus, dass man das Gebäude nur noch als Museum nutzte. Ich stieg an der Haltestelle Lehrter Bahnhof aus der S-Bahn, beobachtete, wie der Fluss umgeleitet wurde. Man rammte gewaltige Eisenplatten ins Flussbett und pumpte es aus. Maschinen arbeiteten in der Tiefe.
Auf der Invalidenstraße sah ich nach einigen hundert Metern das U-förmige Gebäude auf der anderen Seite, den Ort der Avantgarde-Kunstausstellung. Hier kam kein Zug mehr an. Mir fiel ein, wie gut es wäre, wenn einst auch in Flughafengebäuden Ausstellungen eröffneten. Als ich Jahre zuvor in Zürich in den Swissair-Flug nach Toronto umgestiegen war, hatte ich mich in dem riesigen Gebäude verirrt. Der Anblick der reglosen Menschen auf den Laufbändern war gespenstisch. Die Spannung aus unpersönlichem Lächeln und doch wohltuender Freundlichkeit. Ich war auf einer nicht existierenden Station gelandet. 4. Der Hamburger Bahnhof gleicht dem Anhalter Bahnhof. Nach diesem suchte ich vergeblich eines Nachmittags, nachdem ich meine Arbeit in der Stadtbibliothek beendet hatte und zu einem Spaziergang am Kanal aufgebrochen war. Aus der Erinnerung folgte ich dem Stadtplan und lief nach Süden. Ich wusste, ich würde links abbiegen müssen. Ich fand lediglich einen von grünem Gras überwucherten Platz und einen bogenförmigen Eingang. Später sah ich auf Fotos auch das einstige Gebäude. Ich ging lieber weiter zum Tiergarten. Die Baustellen wollte ich umgehen. Vom Potsdamer Platz trug der Wind den Maschinenlärm herüber. Um ihn nicht zu hören, versuchte ich tiefer in den Park zu gelangen. Im Regierungsviertel entstanden die Gebäude des 21. Jahrhunderts. Noch lange sah ich die langsame Bewegung des Turmkranwaldes über den Baumkronen in der Dämmerung. So, und jetzt lese ich noch aus dem zweiten Band, dem Leichenprunk. Und der besteht aus 3 Zyklen. Und ich lese aus dem ersten Zyklus, den Sequenzen zur Karwoche, und zwar auch 2 Gedichte. Römisch 13. Dass dich quälten, unser Herr, ins Gesicht dir schlugen, heilige Henkersknechte. Dass dein Blut spritzte, deformiert dein Gesicht, das gebrochene Fleisch, dass es Blut und Wasser ausschied und Lymphe wie rosafarbene Tränen auf Altarbildern. Der gebrochene Kiefer, der verzerrte Mund, wie er leierte, noch ein paar Worte. Vergib mir, Mutter. Auf dem Seziertisch dann Augäpfel aus Marmor. Sie rollten und rollten und du sahst zu, wie dein Körper zugrunde ging. Sie ihn brachen und wegbrachten, den Schmerz der Mutter, wie sie sie auslachten, während deinen Körper Stiefel traten und Eisennägel durchbohrten und alle dich verachteten. Die sahen, dass du auch einst, als du geliebt wurdest, nicht geliebt wurdest. So, und als letztes ein Gedicht aus den letzten Dingen. Letzte Dinge, die Ewigkeit. Dunst quillt in der Winterlandschaft auf. Der leichte Rauch im Kesselhaus am Berghang blendet im Sonnenschein ein orthodoxer Friedhof wie der Stein. Der glühte wie geschmolzenes Erz im Ofen in dem Feuer gärt. So begann der Nachmittag zu fallen, wie mancher Engel vor der Bahnhofshalle wartete, den Kopf über die Pütze gesenkt, auf ein leichtes Mädchen ein Gratisgetränk. Während in den Bezirken am äußersten Ring ein für alle Mal die Zeit verging. Denn dort hielt man das jüngste Gericht. Es kämpfte dabei Christ gegen Christ. Die Heiden tranken einfach Cola Light in einer Kneipe namens Ewigkeit. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Meine erste Frage an Sie wäre, wissen Sie noch, wann Sie und in welcher Art und Weise Sie das erste Mal von Rambouillet und seiner Poetik und von seiner Poesie gehört haben? Wo sind Sie ihm begegnet? Ja, das war 2006. Ich glaube, 2006. Ich habe damals in Budapest gelebt. Und wir hatten so einen kleinen Übersetzerkreis und haben eine Zeitschrift rausgegeben, immer mit so thematischen Heften.
Und das thematisch, also das Thema war diesmal jüdische Welten. Und ich hatte diese Gedichte in Zeitschriften gelesen, und zwar die chassidischen Sequenzen aus dem Leichenprunkband. Und ich habe ihn damals gefragt, oder ich habe ihn angeschrieben, ob er sein Einverständnis gibt oder die Rechte freigibt, dass wir das veröffentlichen können. Und er hat dann vorgeschlagen, dass wir uns treffen. Und so hat es angefangen. Also auch so eine Art Bekanntschaft. Wir haben uns dann immer mal wieder gesehen. Und ja, so bin ich, also mit den chassidischen Sequenzen habe ich, denen bin ich zuerst begegnet. Also wenn wir jetzt in der Reihenfolge dieses Bandes uns das anschauen, eigentlich mit der letzten Sequenz, die Leser dort finden, die auch erst im zweiten Zug, eigentlich erst zu diesem zweiten Band Leichenprunk hinzugekommen sind. Also genau, quasi von hinten nach vorne gewendet. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Sila Bobet damals ein sehr berühmter Autor war, wenn auch noch nicht in dieser Art und Weise außerhalb Ungarns bekannt, wie es jetzt ist, zum einen jetzt durch seine Poesie, aber vor allem eben auch durch Die Mittellosen, ihren Roman, den er posthum auch erst veröffentlicht hat. Und dass er damals aber schon auch wirklich eine wirkliche Größe war. Also ein Tante mit einem großen Werk auch. Für uns erscheint es ja manchmal so, als wir, ne, würde er das erst tatsächlich posthum entstehen, aber das, dem ist nicht so, oder? Ja, also es ist ja häufig so bei den ungarischen Autoren, dass man dann ein Buch entdeckt und dann erst das aufarbeitet, was da eigentlich vorher erschienen ist, während es in Ungarn ja ganz umgekehrt ist. Also Esterházy ist auch so ein Beispiel. Bei Szilárd ist es, was interessant ist, ist, dass er, ich glaube, mit diesem Leichenprunkband sehr berühmt geworden ist in Ungarn. Mhm. Und dass er sehr lange Zeit, also eigentlich fast bis zu den Mittellosen, also er hatte da schon auch so kleine Prosastücke veröffentlicht, aber eigentlich hat er bis zu den Mittellosen, war er nur als Lyriker bekannt. Und die Lyrik hat in Ungarn auch noch ein bisschen einen anderen Stellenwert, also nicht was die Verkaufszahlen oder so angeht, das ist, glaube ich, ähnlich wie hier, aber sie gilt einfach als letztlich die Krönung der Literatur. Also die, etwa, dass das hier nicht so ist. Die großen Dichter und Poeten, die werden sehr verehrt. Also, darf ich ganz kurz genau dort einhaken, um nochmal diese zwei unterschiedlichen Stücke gegeneinander ein Stück weit abzuwägen, die wir jetzt gehört haben. Also wir haben zuerst Berlin Hamlet gehört. Das ist, wie, wenn man das so liest, ein Flaneursstück. Also sehr nah auch an wissenshistorischen Formationen, an denen er interessiert ist. Wir haben eben gehört, das Umschlagen in die Statistik, sehr passend im Prinzip zu der momentanen Situation. Also das ist ein ganz eigenes Genre, würde ich auch sagen. Vielleicht können Sie ganz kurz was zu der Entstehung und zu der Einordnung von Berlin Hamlet sagen. Ja, ich denke auch, dass die, einerseits sind die sehr verschieden. Die sind einfach, ich glaube, Bobets Dichtung hat nochmal eine große Wendung genommen. Ich habe das in dem Nachwort ein bisschen beschrieben. Der Berlin-Hamlet-Band, der ist vor der Jahrtausendwende schon fertig gewesen. Also es ist so die letzten Jahre vor der Jahrtausendwende. Das hat dann nochmal 3 Jahre gedauert, bevor der veröffentlicht wurde. Und dann gab es in Bobets persönlichem Leben eine große Zäsur durch diesen Raubmord an seinen Eltern im Jahr 2000. Und ich denke, das hat seiner Dichtung nochmal so eine andere Wendung gegeben. Andererseits würde ich sagen, dass da auch ganz viele Überschneidungen sind. Also gerade diese geschichtsphilosophischen oder kulturgeschichtlichen Gedichte, die kommen auch in dem Leichenprunkband vor. Also wo er diese Reflexion auf diese Veränderungen unseres Denkens oder die Strukturen unserer Wahrnehmung, die gibt es in dem Leichenband auch. Und dann finde ich teilweise auch das Verfahren in den beiden Bänden sehr ähnlich. Also in Berlin Hamlet ist es ja so eine Überblendung von historischen Schichten einer Stadt und dann dadurch auch diese Reflexion in Gang gesetzt wird. Und ich glaube, da sind Städte halt auch sehr dankbare Themen für Gedichtbände, also für diese Art von Dichtung, dass man, weil dort ja diese historischen Schichten sowieso schon so übereinander lagern. Lassen Sie uns vielleicht gleich nochmal über die Poetik der Überlagerung, die wir als Kontinuum jetzt aufgezeigt haben, noch einmal sprechen und vielleicht einmal für diejenigen, die vielleicht die Arbeiten und das Leben nicht so genau kennen, noch einmal ganz kurz
klar und deutlich, was ist die Zäsur? Also was passiert? Also, ne? Sagen die, ja. da passiert etwas Tragisches in dem Leben. Also das heißt, Berlin Hamlet ist vor der Zäsur fertiggestellt. Leichenprunk ist eine direkte Reaktion darauf. Eigentlich haben sie heimlich noch aus einem dritten Text gelesen, nämlich aus den sogenannten Nebensträngen eines Verbrechens. Was hat es mit den Nebensträngen eines Verbrechens oder mit dem Verbrechen, das Sie eben schon genannt haben, auf sich? Vielleicht können Sie dazu noch einmal kurz was sagen. Ja, das wird in den Gedichtbänden auch ganz direkt erwähnt. Also sowohl auch in Berlin Hamlet kommt ja diese Widmung an die Eltern schon vor und in Leichenprunk ist es dann auch, wird es dann in den Anmerkungen durch Zeitungsartikel quasi belegt. Da ist die Eltern haben in so einem ganz kleinen Dorf gelebt. Es kommt ja auch in den Mittellosen vor, dieser Umzug dann in dieses andere Dorf. Und in diesem anderen Dorf sind sie zu Weihnachten 2000, hat da ein Überfall stattgefunden. Der Vater hat es überlebt. Der hat dann noch 6 Jahre gelebt. Die Mutter ist dabei gestorben oder wurde umgebracht. Und das war ein sehr brutales Verbrechen. Und ich glaube, diese Brutalität und auch diese Körperlichkeit dieses Verbrechens, das hat Szilard sehr erschüttert. Und das kommt auch in diesem Leichenprunkband, also ganz roh, was ich ja jetzt auch vorgelesen habe, teilweise wird das quasi wiedergegeben. Hier natürlich dann verbunden mit diesem Jesus-Mythos oder dieser Geschichte von Jesus. Ja. Und ich glaube, ja. Das, was Sie gerade sagen, ist sehr kostbar für Zuhörer und Leser, die sie haben, weil man nämlich sieht, dass das Erschüttertsein gar nicht unbedingt nur als psychologische Kategorie gemeint ist, sondern dass sich diese Erschütterung eigentlich als eine Art Textstrategie zeigen lässt, eben genau zwischen Berlin Hamlet und diesen Überlagerungen einer Stadt und diesem zweiten Modus von Überlagerung, den man dann hat im Leichenprunk und in der das Körperliche sich eben überlagert mit der Körperlichkeit dieses Verbrechens, dieses Gewaltverbrechens und das wieder dann, und das könnte man sagen, sehr typisch eben dieser Poetik der Überlagerung ist, mit großen Texten der Weltliteratur überblendet wird. Ja, eigentlich kann man dann so etwas wie das mit der Grablegung Jesu oder mit Amor und Psyche zu eng zu führen, ein solches persönliches Schicksal, nur scheitern. Umgekehrt, das macht die Größe dieser Literatur aus. Ein wirkliches Existenzial, das Szilard Bourbély keiner Weise scheitert, sondern tatsächlich so etwas wie ein Werk von weltliterarischem Rang daraus herausarbeitet. Ja, und ich habe mich manchmal gefragt, ob man diese Gedichtbände nicht auch lesen kann, ohne dass man davon weiß. Also er hat sich ja ganz bewusst dafür entschieden, das zu erwähnen. Aber ich denke, es geht halt auch über diesen konkreten Fall hinaus. Also dieses Thema des Körpers hat ihn auch nicht mehr losgelassen. Er hat dann nach diesem Leichenprunk ja noch einen ganzen Gedichtband veröffentlicht an den Körper, wo es auch so um Frauenkörper geht, um quasi gesellschaftliche Gewalt. Also das ist so eine Sache, die für ihn dann ganz zentral geworden ist. Natürlich ausgelöst von diesem konkreten persönlichen Erlebnis. Aber er sagt halt, dass das auch in der Kulturgeschichte beziehungsweise halt in unserem gegenwärtigen Leben eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Ja. Also niemals in der direkten Art und Weise, sondern immer in der Form der Überblendung, also wenn es dann eben heißt, dass er im ewigen Tod beispielsweise des Corpus Jesu dann eben auch den eigenen Tod sieht, aber durch sein geschlossenes Auge. Also das sind diese Fügungen, zu denen er kommt. Ja. Darf ich dir eine letzte Frage, da würde ich Ihnen gerne noch stellen, nämlich die Frage nach den Stimmen. Mhm. Wenn man auf Lyric Line Herrn Bourbély selbst lesen hört, hat er eine sehr ruhige, manchmal geradezu in Stille verfallende Rede, sehr leise, sehr gewählt. Und man kann also diese Stimme sich anhören, was ich wirklich auch jedem empfehlen würde. Und jetzt kommt durch Ihr Übersetzen Ihre Stimme schon mit ins Spiel. Und jetzt lesen Sie noch einmal diese Texte. Wie würden Sie diese Stimmverteilung beschreiben zwischen dem, was Sie lesen, was ihre Übersetzung ausmacht, auch noch aus dem Ungarischen und dem, was Jan Bourbeys Stimme haben?
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, dass Szilard auch so gesprochen hat. Also er hatte so eine ganz leise, ganz ruhige, also Stimme, also er hat auch mit einem selber so geredet. Das unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so sehr wie das, was er da liest. Was interessant ist, dass er dort über diese Zeilenarrangements so ganz versucht hinwegzulesen. Mhm. So, was man vielleicht auch noch mal sagen könnte zu der Poetik, dass dass er versucht, diesen Prosaduktus oder teilweise ja auch gereimte Gedichte, dass er das immer so versucht zu kontrastieren auch. Also es gibt ja Prosa-Gedichte, dann gibt es diese gereimten Gedichte. Bei den gereimten Gedichten versucht er aber dann immer über diese Reime hinwegzulesen. Das merkt man auch bei der Aufnahme auf Lyriklein. Und ja, was das mit der Übersetzung und den Stimmen, das ist natürlich schwierig. Gerade bei Gedichten ist das schwierig. Ich meine, es ist bei jeder Übersetzung schwierig, aber letztendlich ist ja meine Lesart, meine Übersetzung auch nur eine Lesart. Das ist aber ganz normal, damit muss man halt leben. Gedichte sind ja da ganz gut dafür, dass sie Zweideutigkeiten häufig auch zulassen. Man muss viele Sachen nicht so eindeutig entscheiden. Manchmal muss man Sachen eindeutig entscheiden, die im Ungarischen zweideutig sind. Aber wie gesagt, das ist mein Angebot, was ich mache, was der Leser dann selber nochmal für eine Stimme findet oder wie er diese Gedichte liest, ist ja dann nochmal was ganz anderes. Also vielen Dank, für uns ist das eine große Besonderheit, Sie lesend zu hören, wie Sie diese Texte auch vortragen und auch, wie gesagt, noch einmal andersrum gewendet. Sie machen die ja erst für uns zugänglich und haben wirklich diese großartigen und starken Texte überhaupt erst für das deutsche Publikum in dieser Art und Weise auch begehbar gemacht, sodass man jetzt also auch diesen Passagen wiederum Herrn Bobet folgen kann. Vielen, vielen Dank Ihnen für die Lesung und für das Gespräch. Danke Ihnen. Ich danke auch. Wir bleiben auf dem Feld der internationalen Übersetzung. Als Vierter kommt Aras Ören zu Wort. Der 1939 in Istanbul geborene große Dichter, der seit 1969 in Berlin-Kreuzberg lebt, ist eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Literatur. Ich sage das mit der deutschen Literatur bewusst genau so, was Aras Ören seit Jahren sowohl in Romanform als auch in seiner Lyrik verfasst, ist keine Literatur des Brückenschlags oder eines deutsch-türkischen Zwischenraums. Ich will Sie noch einmal an die Worte der US-amerikanischen Germanistin Leslie Adelson erinnern, die 2005 in ihrer schulenmachenden Studie Against Between Folgendes behauptet hat, nämlich dass das Bild des Brückenschlags und der Vermittlung zwischen den Kulturen stets auch dafür gebraucht wird, um die Literatur von Autoren wie Aras Ören abzuwerten, ihm irgendetwas Vages, etwas Dazwischenliegendes zuzuschreiben. Nein. Örens Literatur leistet einen spezifischen Beitrag zur Kultur des Deutschen. Es formiert die deutsche Literatur und ihr Archiv in entscheidender Weise mit und neu. Der Lektor Florian Kessler hat das erkannt und daher Örens Berlin-Trilogie mit den Worten empfohlen: Ein Geschenk an die Idee, den Kanon der deutschen literarischen Grundbücher zu erweitern und dabei zu staunen über die wunderschönen, traurigen, wichtigen Geschichten und Bilder, die man vor über 40 Jahren ganz unbekümmert um irgendeinen Kanon in die Welt hineinschrieb. Kessler hätte diese Empfehlung nicht aussprechen können, wenn der Berliner Verbrecherverlag und sein Verleger Jörg Sundermeier nicht die Entschlossenheit gezeigt hätten, Örens Berlin-Trilogie noch einmal neu herauszubringen. Die einzelnen Bände, Was will Niazi in der Naunühenstraße, ein Poem, Der kurze Traum aus Gagitane, Der Fremde ist auch ein Haus, waren bereits 1973, 1974 und 1980 als zusammenhängender Text, nämlich als Die Berlin-Trilogie, im Rotbuch-Verlag erschienen. Sie hören heute hier einen Ausschnitt aus der Berlin-Trilogie, gelesen von Aras Ören. Auf ein Gespräch, wie schon gesagt, mussten wir aus gegebenem Anlass leider verzichten. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Aras Ören liest, bitteschön. Ich lese aus der Berlin-Trilogie zuerst Vorrede. Gegenwart ist auch Vergangenheit.
Wer waren sie? Am Anfang 100.000, dann 200.000, dann 1 Million, dann 2 Millionen, dann 3. Sie gehörten zur Landbevölkerung, waren Hirten und Bauern aus Anatolien. Sie waren Hilfsarbeiter aus den Slums der Großstädte. Sie waren Kleinhändler und Handwerker aus der Provinz. Aber sie waren wer? Ein Teil in ihrer bröckelnden Gesellschaft. Das moderne Leben gab es für sie nur in Filmen, Magazinen und Zeitungen. Ein Leben, von dem sie hörten, aber das sie nie lebten. Und so kamen sie mit ihrem Hab und Gut, ihrem dörflichen Kulturerbe und ihrer Religion hierher. Auf ihrem Holzkoffern blühten gemalte Tigerlinien. Und plötzlich waren sie namenloser Niemands, eine anonyme, nicht eben vertrauenswürdige Massamensch. Fremde aus einem fremden Land, mit einer fremden Kultur. Ich widme diese neu verlegte, jetzt 46 Jahre alte Trilogie der ersten und zweiten Generation von Menschen aus der Türkei. Sie haben einen unvergesslichen Anteil an unserem heutigen Wohlstand und kulturellen Reichtum. Und nicht zuletzt waren sie ein historischer Prüfstein für unsere Demokratie und Toleranzfähigkeit. Wir sollten diesen bescheidenen Menschen dankbar dafür sein, dass sie frischen Wind in unsere alte europäische Kulturlandschaft gebracht haben. Sie änderten sich selbst und Europa. Sie forderten, ohne es zu wissen, einen neuen europäischen Humanismus. Ihre Kinder, ob Dönerverkäufer oder Fabrikant, Rechtsanwalt, Arzt, ob Polizist oder Mechaniker, Geschäftsmann oder Mitglied des Parlaments oder einfach Rentner, sie alle sind längst Europäer geworden. Ihnen mag die Trilogie dabei helfen, der Geschichte ihrer Väter und Mütter näher zu kommen und sie vor dem Vergessenen zu bewahren. Denn auch in der Gegenwart schwingt die Vergangenheit stets mit. Berlin, Oktober 2019. Frau Kutzers Nachbarn. Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken. Und der Türke rannte hinterher seinem Schnurrbart her und fand sich in der Nonnenstraße. Er zog die Wohnung unter Frau Kutzer. Er war zurückhaltend, ein Mann mittleren Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, er ist leise wieder gegangen. Er ist gegangen, aber ihm nachdrängen seine Landsleute, Frauen, Männer, Kind und Kegel. Und die Nonnenstraße wurde voll vom frischem Thymiangeruch, voll frischem Hass, voll Sehnsucht, voll mit Hoffnung, bedeckt mit Steppenduft. Und die Nonnenstraße, dämmerig feucht, nahm sie auf, die aus dem Orten der Wildnis. An so vielen Abenden, an so vielen Morgen, würde jede in dieser Straße jedem vertraut. Und jedes Ding von jedem in dieser Straße ein gewohntes Stück, so dass heute die Nonnenstraße ohne Türken zwar noch die Nonnenstraße wäre, aber an ihren alten Tagen ohne neuen Anfang. Der 800.000. Wie kranke Fische waren sie in Aquarien ohne Sonnenlicht. Wie kranke Fische waren sie in schlammigem Wasser,
in diesen Gegenden wie schlammige Aquariengewässer. Ob es 800.000 waren, ob es mehr als 800.000 waren, gesprochen würde in ihrem Namen, in ihrem Namen würde gefeilscht, beschlossen wurde in ihrem Namen. Da war das Warten, das Ausfüllen der Formulare, das Laufen hin und her, dann dieser Warten und wieder Warten, vielleicht 3 Jahre und länger. Dann die Stempel, versiegelte Umschläge, und in den versiegelten Umschlägen waren die Hoffnungen eingeschlossen, wie Zeit und Geduld von einem jungen Mädchen eingesteckt in seine Stickerei. Fazıl Usta war einer von ihnen. Die aufgeplatzten Honigfeigen in unserem Garten, bitter sind sie geworden. In einer Zeit leben wir, wo Vaters Handwerk, wo der Kupferschmied nicht mehr ernährt die 8-köpfige Familie. Voll von Plastikgeschirr stehende Laden. So spricht Fazıl Usta, hängte ein schweres Vorhängeschloss an die Ladentür und ging zum Arbeitsamt sich einschreiben lassen. Nimm an, du sagst, ich gehe dem Brot nach. Was ist daran schlecht? Nimm an, Geduld fährt dich ans Ziel. Nimm an, nun bist du hier. Stadtrundfahrt. Meine Damen und Herren, wir überqueren den Landwehrkanal. Gegenüber die Nationalgalerie, vor uns die Staatsbibliothek. Links hinten können Sie die Philharmonie erkennen. Eben erreichen wir die Bezirks Kreuzberg. Er hat 131.307 Einwohner, davon 21.643 Türken. Hier ist die Kochstraße, diese riesige Setzerei aus dem alten Berlin. Hier treffen die Nachrichten aus aller Welt ein, von hier gehen Nachrichten aus Berlin in alle Welt. Diese hohe staatliche Gebäude, unnötig zu sagen, das darin die meistgelesene freie Zeitung des freien Berlin gedruckt wird. Vor uns der Oranienplatz. Diese Gegend wird auch Klein-Istanbul genannt. Naunenstraße, Albertstraße, wir durchfuhren eben die Muskova-Straße. Sie sehen Arbeiterquartiere der Jahrhundertwende. Als Schlesier und Ostpreußen in Scharen die heimatliche Scholle verließen und sich in der Industriemetropole einsiedeln. Damals soll Kohlgeruch die Straßen erfüllt haben. Jetzt ist es Hammelgeruch, Thymian und Knoblauch. Wohlgemerkt. Mariannenplatz. Vergessen Sie die Schilder, betreten das Rasens verboten. Sie sehen ja, dort herrscht eine Farborgie. Die Wiese mit rosa, gelben und grünen Kleidern und Tüchern besetzt, wie ein kostbarer Orientteppich. Der Bus hält. Die Fahrgäste steigen aus, gespannt, was kommt. In einer alten Fabrik, zweiter Stock, Hinterhof. Der Raum ist finster und unaufgeräumt. Meine Damen und Herren, dies ist ein Museum für lebende Sozialgeschichte, würde man erwarten. Doch man hörte ein Kulturzentrum mit bildenden Künstlern, Dichtern, Schriftstellern. Beachten Sie die Motive der Bilder.
in eine andere verschachtelte Häuser, Fabriken aus Häusern herauswachsend, Menschen hier und dort verstreut und gleichsam spielend beim Daseinskampf. Was hat Kreuzberg nicht alles zu bieten? Klopf mal an, das fährt auf dich zu, wie ein flaggengeschmücktes Schiff, das anlegt am Kai. Aber um Kreuzberg wirklich zu sehen, musst du das Verhältnis von Arbeit und Lohn, die Geschichte des Kapitalismus verstehen. Fünfter sein heißt ein berühmtes Gedicht von Ernst Jandl. Und ein wenig wirkt es bei unserer Aufzeichnung heute so, als wäre es wie bei Jandl, Tür auf, einer raus, einer rein. Hallo und willkommen, Maren Kames. Fünfte sein in unserer Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Als fünfte Stimme hören Sie also Maren Kames. Sie hat im vergangenen Jahr mit Luna Luna ihr zweites Buch vorgelegt, nachdem sie schon mit ihrem Debüt Halbtaube, Halbpfau für Furore gesorgt hat. Für großes Aufsehen hat jetzt auch ihr zweiter Band gesorgt, der als einziger Lyrikband auf der Shortlist des sogenannten Leipziger Buchpreises gestanden und damit weit über die Lyrikszene hinauswirken konnte. Wenn man diese Arbeit von Kames denn überhaupt noch in das Korsett einer Gattungsbezeichnung zwingen will, denn was sich hier als Textur mehr wie ein Abenteuerraum eröffnet, ist gar nicht mehr in die Gattung Lyrik tatsächlich einzuordnen, sondern ein Raum zwischen Musik, Drama, Erzählung, der seine ganz eigenen universalpoetischen Wege einschlägt. Nico Pleutke, selbst Lyriker und Lyrikkritiker, hat diesen Band unter anderem mit der Charakterisierung in folgender Art und Weise empfohlen. Maren Kames schickt ihre Sprecherin einmal rund um die Welt. In einem silbern schimmernden Raumanzug steht sie in London vor dem Rollfeld und sagt, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Den bitteren Befund spielt sie in Wort- und Lautverwandlungen durch, aber Otto Smops kotzt hier nicht, sondern fragt, oh, Mötchen, wieso kann ich das so gut verstehen? Luna Luna ist ein Buch voller Sprachlust, aller Skepsis zum Trotz. Maren Kames findet also eine eigene Form, Lyrik und Musik miteinander zu vereinen. Musik ist hier nicht mehr nur Playlist, die im Hintergrund für eine bestimmte Atmosphäre läuft, sondern die ineinander vernäht wird mit den einzelnen Texten und damit eine ganz eigene, stoffliche, textile Struktur entfaltet. Sie hören Maren Kames mit einem Auszug aus Luna Luna. Bitteschön. I used to be a lunatic from the gracious days. I used to feel woe begone and so restless nights. Annie Lennox, no more I love yous. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch, ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem. Dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus. Circa in der Mitte bin ich entzwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese. Wieso? Ich bin circa in der Mitte in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Circa in der Mitte bin ich auseinandergebrochen und nicht mehr zusammengewachsen und nicht wieder ganz geworden und ganz aus dem Leim gegangen und vollends auseinandergeflogen und weggeflogen. Und mir um die Ohren geflogen und Hören und Sehen sind mir vergangen und nahezu vollständig pulverisiert bin ich gewesen, ganz perdu bin ich gewesen, wirklich ganz schlecht beieinander bin ich gewesen und alles ist mir also abhanden gekommen und eins bin ich schon noch offiziell, sieht man ja, aber ich meine, naja, ein Unheil, ich weiß, aber mehr habe ich nicht im Tank, es tut mir leid, es klafft,
Irgendwo im Ozon bin ich rumgeflogen mit Flügeln und allem. Toll, 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 meine ich. Also Wahnsinn. Es war ähnlich wie damals. Wie war das nochmal? Der damalige ähnliche Wahnsinn, schwierig zu rekonstruieren, zumal ich ja niemals wieder eins und so weiter, Raumanzug, London, schlagartig. Es war so dunkel. Warte. Jetzt. Die vollends überschätzte Präsenz meines silbern schimmernden Raumanzugs schlagartig begreifend stehe ich, somehow verloren, an der monstergroßen Fensterfront vor dem Rollfeld in London. Die vereinzelt blinkenden Lichter bestätigen das im Dunkel hinter mir, schnarcht ein Scheich. Eine Flugschar Pelikane wäre gut jetzt, ein Sturz, die Andeutung eines Fortkommens, aber es bleibt Fahrt. Wie zur Überprüfung sehe ich auf meinen Schuh. Es ist wirklich nur einer. Es ist so traurig. Schnief. Also der Sturz, der ganz aus Pappmaché, wie der Sturz des Blicks auf den Schuh, wie der Sturz des Risses in die Raumanzugschicht und dann gleich durch den ganzen Raum am Rollfeld, den ganzen monstergroßen Glaskasten, ach was, den ganzen Weltraum. Der Riss durch die Ozonschicht, also das Rollfeld, das ganze Glas, die Lichter, diese Sekunden, wie Sprünge in der Glasoberfläche, Sprünge ins Glas, bis in seine Mitte ein ästelndes Brechen, das anhält und sicher nicht, nie mehr wieder ganz wird. Und durch das Glas die Kühe, mit der Richtung aller ihrer Köpfe. Wieso? Ein fingernagelgroßer blauer Elefant, 1 Zentimeter hoch, wäre das Tier, das ich mir auf dieser Safari als Begleitung wünschen würde. Ich klebte mir eine. Und wenn es mich verletzt, verletzt es mich. Es wird mich durchschlagen, in zwei hauen, mich verletzen wie ein Lamm. Aber ich lasse es rein. Ich lasse es laufen, ich lasse es kommen, ich lasse es regnen, reinströmen, lasse es fluten, brechen, wüten, plagen, stoßen, lasse es rein und es kommt rein, regnet rein, strömt, flutet, tobt rein in mich, wie in ein Lamm, in dem nicht genug Platz ist, das bersten wird. Und das Lamm dreht sich und dehnt sich, es gibt sich ja Mühe, aber dann reißt es am Bauchfell ein und es schmerzt und blutet, es windet sich, es lacht und leidet zeitgleich immer zu, es platzt. Es stinkt, es sinkt, es knickt weg. Ich will dich in eine Vase tun, damit du still bist, aber es bricht. Wie hoch ich war, wie lunar, dann bin ich ausgegangen. Jetzt findet mich keiner mehr, es ist einfach zu dunkel. Ich will dich in eine Vase tun, damit du frisch bleibst, aber ich habe mich davon gewundert, jetzt weiß keiner mehr, wo ich bin. Insgeheim stehe ich auf einer Mole im Meer und sehe schön aus. Habe mir einen Bären aufgebunden, am Rücken, gegen den Wind, aber es kommt keiner, kein Wind und niemand und liebt mich. Wofür bin ich überhaupt hier? Hä? Hört mir irgendjemand zu? Oder muss ich das alles nächste Woche nochmal sagen? Does anybody really listen when I speak? Or do I have to say it all again next week? Shakespeare's sister? Hello. Lauf nur noch einmal an mir vorbei, bitte. Hörst du? Turn around, you're my 18. Turn around now, you're my 18. God damn, turn around, now you're my A-A-A-A-A-A-A-Teen. Yes, you, yo, aber wo ist der Schuh? Vielen, vielen Dank. Das ist ein toller Effekt, der bei dieser Aufzeichnung entsteht, wenn das A-A-A-A-A-Teen nicht so klar ist, ob wir in der Schlange das noch einmal, muss ich das nächste Woche noch einmal sagen oder ja, in dieser Wiederholung sind. Es hat tatsächlich etwas damit zu tun mit einer bestimmten Form von Medienpräsentation, oder? Also es ist eigentlich schon ein Spiel mit Medien, das jetzt nochmal aufgenommen wurde, oder? Genau, aber das ist sozusagen, also das ist von Anfang an
so angelegt. Ich freue mich auch gerade, dass es quasi über die Videochat-Aufzeichnung nochmal eine andere, einen anderen medialen Rahmen kriegt oder so. Aber das Stottern sollte auf jeden Fall in diesem Durchlauferhitzer von Sprechtext, der das insgesamt ist, mit drinstecken. Ich konnte das ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit mir vereinbaren, dass dieses Ich durchgehend in ganzen nachvollziehbaren, verständlichen Sätzen spricht, sondern das sollte irgendwann wirklich auch sprachlich ins Schleudern geraten. Und ja. Dann, ich weiß nicht, ich kann das mal versuchen, in die Kamera zu halten. Also das fängt dann sozusagen, das redet so relativ durchgehend vor sich hin. Und wenn es anfängt zu stottern, dann fangen auch die Buchstaben an, über die Seite runterzufallen. Und dann haben wir hier das A-A-A-A-A-A-T. Nee, wie geht es? Ich kann es nicht auswendig. Und dann kommt es wieder ins Reden und dann geht es wieder durchgängig weiter. Aber das, genau, das zerfällt immer mal wieder auf unterschiedliche Arten. Was zugleich auch in der Präsentation mit Buch in die Kamera halten zeigt, dass das eigentlich ein Buch ist, das man in der Hand haben sollte, weil man noch eine Dimension mitgewinnt, nämlich genau diese bildliche Dimension mitgewinnt. Also das heißt, würden Sie sagen, dass das auch etwas ist, was eine Spannung ist, in der Sie arbeiten, einmal einerseits über das Buch hinaus und andererseits aber doch sehr klar an das Buch gebunden? Ja, unbedingt. Also es war so ganz individuell für mich als Schreiberin enorm wichtig. Das hat eine ganz andere Schubkraft gebracht, als ich wusste, dass der Text ein schwarzer Raum werden soll, auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch im Satzbild. Und ich glaube schon, oder das ist die Hoffnung dahinter, dass so sehr das vom Hören her geschrieben ist und eine Mündlichkeit hat, die das sehr nah an so ein Stimmgewebe bringt und eben dahinter steckt dann wiederum die Hoffnung, dass man anfängt, das zu hören, während man es auch im Stillen liest, so sehr gucke ich dann, dass aber auf den haptischen Buchseiten selber so ein performativer Prozess in Gang gesetzt wird und dass man, je länger man mit den Augen in diesem Buchraum klebt, umso mehr über die schwarzen Seiten, aber auch über die Dosierung der Textmenge auf den Seiten und wann bricht die Zeile um und wann bricht die Seite um und so weiter, in so eine Art von Rhythmus reinkommt, den man schon irgendwie, das ist ja der große Vorteil beim Lesen, für sich lesen, die man selber bestimmen kann und wo man auch vor- und zurückblättern kann. Aber ich glaube schon, dass das hoffentlich den Effekt hat, dass man darüber in so eine Art Sog gerät, die auch vom Layout her kommt oder dadurch unterstützt wird. Jetzt haben wir relativ abstrakt angefangen, nämlich über unterschiedliche Medien und darüber, wie einzelne Buchlektüre funktionieren kann und wie Buchseite gestaltet ist. Und zugleich ist das aber auch eine ganz andere Dimension Ihres Buches. Das ist eigentlich eine klassische Liebesgeschichte, könnte man auch lesen, oder? Also wie ist das Verhältnis? Ne? Also das eine ist ein formales Experiment, könnte man auch sagen. Und zum anderen, vielleicht können Sie das entfalten, was ist das für eine Geschichte auch, die Sie erzählen wollen? Also klassische Liebesgeschichte, es gibt ja 1 Million und verschiedene Liebesgeschichten. Vielleicht ist es ein klassisches Liebesunglück oder es ist schon auf eine Art irgendwie relativ klassischer Herzschmerz, wobei klassisch, also ich weiß nicht, ich glaube, es steckt eben schon auch ganz schön viel Trotz und sich Wehren drin und so eine Verlorenheit von dieser protagonistischen Sprecherposition, die so oft verschwindet und sich auflöst und daran auch irgendwie so eine sehr diffuse Lust dran hat,
dass man nie genau weiß, wer ist da eigentlich unzugänglich, dass du das angesprochen wird oder dass ich, und es sind teilweise irgendwie beide, das verschwimmt auch ineinander, dass du könnte auch das Ich sein. Jetzt gehe ich schon wieder ins Formale. Aber es ist schon, also die Liebe schwebt mindestens in der Abwesenheit, ist die ganze Zeit im Raum und ja, wird versucht irgendwie in Worten einzufangen, die aber gleichzeitig so schwebend sind, dass es einem die ganze Zeit auch wieder abhaut und entgleitet. Ja, das ist viel, also als eine Möglichkeit es zu lesen, könnte man sagen, dass das auch wirklich erst Neuerfinden von bestimmten Gefühlsphänomenen ist, also für die es vielleicht auch noch gar keine Sprache gibt, sondern die erst Stück für Stück in die Sprache finden. Also es ist so eine Art Gefühlsfiktion, die sich auch entfaltet. Ja, da wäre ich einverstanden mit, wenn man das so sagt. Und ich glaube, aber das ist, glaube ich, auch, das ist vielleicht so eine literarische Grundantriebskraft, die nicht nur ganz astrein für Gefühle zählt, sondern für jede Art von Welt- oder Selbstverhältnis, dass man versucht, irgendwie wirklich so banal oder ausgelutscht das sein mag, da eine eigene Sprache für zu finden oder eigene Sätze, die auf eine Art irgendwie so zentimeterweise verrückt sind zum sogenannten Normalsprech oder so, über die man sich dann aber eine Dimension erschließt oder die einfängt, die eben im Alltagsgespräch nicht so einfach zu verbalisieren ist oder so. Ja, also das heißt, es tastet sich tatsächlich fort in diese Gefühlswelten erst Stück für Stück hinein. Und das im Wechsel der unterschiedlichen Gattungen zugleich. Vielleicht können wir als fast schon letztes noch auffächern, einmal ganz kurz, wir waren in London am Rollfeld jetzt beim Einsatzpunkt, wohin vielleicht die Reise in 1-2 Stationen noch gibt. Also es gibt ja eine ganze Reihe Begegnungen, also vielleicht einen kurzen Ausblick noch auf das, was sich jetzt aus dem Gelesenen entfaltet. Ja, das ist schwierig zu lokalisieren, weil der Wahnsinn, der in dem Text drin steckt, sich unbedingt auch immer auf die Örtlichkeiten überträgt. Das heißt, die verschwimmen so sehr ineinander, dass es eigentlich fast nie länger als eine Minute an einem Ort stattfindet. Aber es ist jedenfalls so, dass es 3 Kapitel gibt. Und das erste vorwiegend über eben die Position dieses Ichs spricht und über sein Zersprengtsein. Und es behauptet auch die ganze Zeit, es befinde sich irgendwo im Ozon und sei da rumgeflogen. Und es wird schon irgendwie ahnbar, dass da ein Du eine Rolle spielt, das angesprochen wird. Und dann wird im zweiten Kapitel dieses, also wenn wir es jetzt als Liebesgeschichte oder unglückliche Liebesgeschichte lesen, haut dieser Text im zweiten Kapitel ab auf ein Kriegsschlachtfeld, bei dem aber auch nicht ganz klar ist, ob es ein reales ist, beziehungsweise es ist ein sehr surreales Spielfeld, das eben genau so offen gehalten ist, dass der Kampf, der da stattfindet, eigentlich gleichzeitig auch ein innerer sein kann. Ja, schön. Also dass die inneren Orte und die äußeren Orte eigentlich zusammenfallen und sich zugleich wieder auflösen. Ja, zum Ende, also das dritte Kapitel. Also man kann es wirklich nicht so ganz sortiert behaupten, dass das so stattfindet, aber es ist schon so, dass im dritten Kapitel dann irgendwie wie in der Musik so eine Art Coda passiert und Motive, die vorher auftauchen, nochmal zusammengeführt und variiert werden. Und dann gibt es ein möglicherweise überraschendes Finale, das in so eine Art Märchenwelt abdriftet. Und aber vielleicht ist das auch wichtig oder vielleicht wäre das ein Hinweis auf den sogenannten Ort, an dem das stattfindet. Der erste Satz in dem Buch ist, das wird super.
Und kurz vor Ende heißt es, das ist noch nicht super genug. Und dann kommt so eine Art märchenhaftes, alternatives Finale und dann heißt es, das wird super, wenn wir das und das jetzt machen und in den Alpha-Wald abhauen. Also insofern weiß man gar nicht, ob überhaupt in der, oder das, da sind so Sätze drin ganz am Ende, die streng genommen auch bedeuten könnten, dass in der Zwischenzeit auf diesen 100 Seiten, auf denen man jetzt unterwegs war, eigentlich gar nicht viel passiert oder nichts passiert ist und es jetzt erst anfängt. Ja, wir können leider nicht noch einmal genau wieder anfangen, wäre aber so. Aber jeder, der es jetzt lesen kann, nach ihrer Lesung, kann natürlich genau wieder an den Superanfang zurück, um es wieder sich entfalten zu lassen aufs Neue. Wir müssen es an dieser Stelle genau so stehen lassen. Vielen Dank, Maren Kamps. Luna Luna, das war ein toller Einstieg, ja, um danke. Dann in diese Welt hinein einzusteigen. Dankeschön. Danke. Damit sind wir am Ende unserer Lesung und unserer Gespräche. Herzlichen Dank, Karin Fellner, Georg Less, Heike Fleming, Aras Öhren und Maren Kamps, dass sie uns ihre Arbeiten vorgestellt und vorgetragen haben. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Das also waren 5 Lyrikempfehlungen 2020. Unser Dank geht auch nochmal an das Haus für Poesie und für alle, die an diesen Aufnahmen beteiligt waren und diesen Tag hier möglich gemacht haben, vor allem an Charlotte Krüger, Kevin Nagel und Matthias Knie. Durch die Lesungen hat geführt Christian Metz. Ich danke Ihnen sehr. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Thank you.